selber zur Pressekonferenz begrüßen und gleich den Gasttrainer Zoran Barisic um sein Statement zum Spiel bitten. Es war das erwartet schwere Spiel für uns. Alles andere als ein Spaziergang. Erste Halbzeit war sehr schlecht von uns, da war Wiener Neustadt besser, da müssen wir froh sein, dass wir mit 0:0 in die Pause gegangen sind. Zweite Halbzeit ein komplett ein anderes Spiel, wo wir dann auch genügend Chancen gehabt haben, um den Sack früher zuzumachen. Aber wie gesagt, die erste Halbzeit war nicht so gut. Wir wollten da Fußball spielen, auf diesem Platz einfach nicht möglich. Zu trocken, zu uneben und nicht bewässert worden. Aus dem Grund hat es unser Kombinationsspiel nicht zugelassen, ein schnelles Kombinationsspiel nicht zugelassen. Und wir haben das in der Halbzeit dann korrigiert, haben unseren Spielstil geändert und aus dem Grund hat es dann besser ausgeschaut als in der ersten Halbzeit. Danke. Helge, dein Statement? Ja, gerade vor der ersten Halbzeit wirklich, so wie wir uns das vorgestellt haben, sehr kompakt, sind sehr viele zweite Bälle gewonnen, sehr viel Druck gemacht. Für mich auch ein reguläres Tor, wenn ich das mir so anschaue. Das ist natürlich bitter, weil dann tust du natürlich leichter, wenn du da in dem Spiel auch in Führung gehen. Und wie wir uns dort präsentiert haben, war wirklich, ja, so wie wir uns das vorgestellt haben. Zweite Halbzeit nach 2,5 Minuten dann das Gegentor zu kriegen, wo man dann 5 gegen 1 teilweise im 16er drin, der kann sich immer noch durchtanken, spielt den Querpass und wir liegen dann 1-0 zurück. Nachdem musst du aufmachen, musst breiter machen, mir sind diese Kompaktheit ist komplett verloren gegangen und dann waren wir auch einfach ungenau im Zuspiel, in die Richtung haben wir uns einfach schwer getan. Und dieses Gegentor direkt nach der Halbzeit hat uns einfach das Genick gebrochen heute. Absolut, aber und natürlich, wenn wir mehr rausgemacht hätten, gerade aus unserer ersten Halbzeit, aber das müssen wir so hinnehmen. Darf ich euch um eure Fragen bitten? Weil Spieler auch nur Menschen sind und es bedarf halt dann Zeit, dass man sich umstellt auf die äußeren Umstände. Aber wir haben es gewusst, dass es so sein wird. Wir haben gewusst, dass es mehr über die zweiten Bälle gehen wird. Wir wollten auch über die Abwehr drüber spielen und dann nachrücken. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht. Wie gesagt, wir wollten flach in die Tiefe spielen, flach in die Spitze spielen. Wir wollten fußballisch durchbrechen. Das war nicht sehr oft möglich. Der Louis hat sich leider Gottes in einer Szene verletzt, wo er die Chance gehabt hat, meinen ersten Kontakt abzuschließen. Aber ansonsten, ja, kennt sie vielleicht. Aber wir haben nicht so viele Möglichkeiten gehabt in der ersten Halbzeit, weil wir einfach nicht gut genug gespielt haben. Anders als in der zweiten Halbzeit. Ja, also definitiv, es ist so, dass mit der Einwechslung vom Steff, auch die letzten 5 Minuten in der ersten Halbzeit, die Struktur unseres Spieles einfach besser war. Ja. Und das hat sich dann fortgesetzt in der zweiten Halbzeit. Der Steff hat seine Mitspieler sehr, sehr gut eingesetzt, ja, und war mitverantwortlich dafür, dass unser Spiel besser geworden ist. Deshalb bin ich auch froh, dass er nicht von Anfang an gespielt hat, ja, sondern dass wir die Möglichkeit gehabt haben, ihn einzuwechseln, weil er unser Spiel dann verbessert hat. Ja, man hat es auch gemerkt, wie er war kaputt nach dem Spiel. Also er hätte nicht von Anfang bis zum Schluss durchgehalten. Ja. Und deshalb bin ich froh, dass er ihn heute auf der Bank gehabt hat und er das Spiel zu unseren Gunsten gedreht hat. Nein. Also wir wollen uns international qualifizieren, natürlich. Warum? Nein, aber ich bin ja nicht goschert. Bleib mal lieber bescheiden, bleib mal demütig. Es kann ja nächste Woche wieder ganz anders ausschauen, dann kriegst du wieder ein Watschen von allen Seiten. Also wir sollten mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und sehr, sehr hart arbeiten, uns nur fokussieren aufs nächste Spiel. Das rate ich jedem meiner Spieler. Also innerlich hat es bei mir auch heute gebrodelt. Ja. jeder jubelt auf seine Art und Weise.
Weitere Fragen? Ja, angeblich ist der Torwart blockiert worden. Also da stand ein Spieler von mir, stand einfach davor, ja, der ist einfach nicht zum Ball gegangen. Und das kann man so bewerten und das müssen wir annehmen. Dass dieses Tor zählt zum Beispiel in der ersten Halbzeit, dass man gerade in der Phase, das würde natürlich in uns schon spielen, da kann man weiter kompakt bleiben. Das ist halt das Problem, wenn wir 1-0 zurückliegen und das sind sehr gute Mannschaften. Und kannst du nicht, machst du für jeden Fehler, wirst du bestraft. Wir sind im Ballbesitz, die können abwartend spielen, wir müssen kommen, wir stehen dann weiter auseinander, wir haben große Räume und wenn da Ballverluste sind, dann wirst du natürlich immer brenzlig hinten und das gibt natürlich auch keine Sicherheit dann in unserem Spiel. Solange das 0-0 steht, das offen ist und wir können richtig dagegenhalten oder wenn wir in Führung gehen können. Und das ist einfach ein Punkt, wo wir einfach auch verbessern müssen. Das ist für mich ein Punkt oder zum Sehen, dass wir in unserem Training das auch beherrschen müssen. Es war genau das gleiche gegen WRC, wo wir auch 1-0 hinten lagen, trotzdem trotz erster halber Stunde wirklich sehr gut. Und dann, wenn wir das Spiel machen müssen oder da mehr machen wollten, waren wir zu offen. Und das ist einfach gerade in der Phase, wenn wir so kompakt spielen mit der Führung, da müssen wir das besser nutzen. Und wenn das passiert, dass man zurückliegt, dass wir uns da trotzdem immer noch kompakt bleiben, dass wir da nicht so wie heute einfach zu weit auseinander waren. Also er ist jetzt ins Spital gefahren und wir werden die Untersuchungen abwarten, was diese dann ergeben. Ich hoffe, dass er sich nicht schwer verletzt hat, aber wir müssen einmal die Untersuchungen abwarten. Gibt es sonst noch Fragen? Naja, Florian Kainz gesperrt und vielleicht hat der Louis Schaub verletzt, wissen wir auch nicht, müssen wir abwarten. Also dann würden uns schon zwei wichtige Spieler wieder ausfallen, aber ich bin grundsätzlich nicht froh, wenn ein Spieler gesperrt oder verletzt ist. Ja. Das ist mir lieber, ich habe alle zur Verfügung und alles sind gesund. Gut, dann darf ich mich bedanken und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ole, ole, für Nächte war ich seh, unsere Fahne in Flores und der holt mir hoch in den. Wir fliegen voll Alarm, den Fliegen da entgegen, unser Herz kann den nicht sehen, für uns wird's nichts anderes gehen. Jetzt kann kommen, so wie's will, wir stehen hinter dir. In Wahrheit werden wir gewinnen, wir können nicht verlieren. Der Gegner kommt in Schwitzen, es kann nicht anders sein, weil gemeinsam mit die Kickerin